Agatha All Along Folge 7 bestätigt endlich eine sehr wichtige Theorie, die wir schon von Anfang an hatten und könnte auch weitreichende Auswirkungen auf das MCU haben. Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian und wir reden jetzt das vorletzte Mal über Agatha All Along, weil nächste Woche gibt es das Finale ja in einer Doppelfolge. Das heißt, Folge 7 ist jetzt quasi schon so unser kleiner Vorläufer fürs große Finale. Dabei müssen wir jetzt über eine einzige sehr, sehr wichtige Dame sprechen, nämlich Rio Vidal und wer sie tatsächlich ist. Weil ja, nachdem wir die wahre Identität von Teen erfahren haben, erfahren wir jetzt in dieser Episode auch ihre wahre Identität. Darüber reden wir jetzt. Dabei wird es natürlich die dicksten, fetten Spoiler geben, was Agatha und das MCU an sich angeht. Ihr seid hiermit gewarnt worden und ich würde mal sagen, wir legen direkt los. The road is a fickle mistress. More vague insight. Thank you. Funko Pop hat's ja eigentlich schon verraten, weil es gab ja diese Schachtel und hinten sahen wir schon Lady Death. Und ja, Rio Vidal ist tatsächlich Lady Death, aka der Tod im Marvel-Universum. Und es gab ja auch schon die ganze Zeit immer wieder irgendwo welche Andeutungen. Sie kam ja zum Beispiel aus dem Grab hervorgestiegen. Sie lachte manisch, als bei dieser Seance auf einmal Tod angezeigt wurde, der jetzt hier als Gast mit den Hexen in diesem Raum ist. Und sie hat immer dann gefehlt, wenn es irgendwie wichtig wurde und gleichzeitig hatte sie immer sehr großes Interesse an den Leichen, die den Weg pflasterten auf der Witches Road. Don't. Von daher waren wir ja alle schon irgendwie sehr darauf getriggert, ja, Aubrey Plaza spielt hier den Tod. Aber jetzt in Folge 7 wird das wirklich nochmal komplett bestätigt. Zum einen durch Lilia selbst, die ja hier ihre große Prüfung ablegen muss, was das Tarotkartenlesen angeht. Und sie ist es ja auch, die dann den Tod zieht und hier auch wirklich in den Tod fällt. Aber vorher sagt sie noch, Rio ist und zeigt uns dann die Karte des Todes, womit das nochmal klar ist. Gleichzeitig hören wir im Off auch Rio Vidal selbst sagen, All roads lead to me, also alle Wege führen zu mir. All roads lead to me. Womit hier dann letztendlich wirklich klar ist, ja, sie ist der Tod. Aber das ist ja wirklich eine enorm spannende Entwicklung, die wir hier haben, wo wir uns jetzt mal Lady Death in den Comics und im MCU und alle vorherigen Theorien rund um sie noch mal ein bisschen genauer anschauen müssen. Weil mit Lady Death haben wir ja eine weitere enorm wichtige kosmische Entität. Erinnert euch an den Collector, als er den Guardians im allerersten Guardians of the Galaxy Film die Erschaffung der Infinity-Steine erklärt hat. Da redete er ja auch von vier großen Entitäten, die diese Steine erschufen. Und genau zu diesen Entitäten gehört der Tod. Und wir haben auch schon eine weitere dieser Entitäten im MCU kennengelernt, nämlich Eternity in Thor. Und das Spannende ist ja auch sogar, dass Eternity und der Tod sowas wie ein Zwillingspaar bilden. Die sind Yin und Yang. Während Eternity für die Zeit steht und alles, was damit zusammenhängt, steht der Tod ja für das, was endet. Also die Zeit läuft irgendwann ab und dann sind wir tot. Und das ist hier halt diese Balance zwischen Eternity und Tod. Womit wir jetzt mit Lady Death halt wirklich einfach ein enorm mächtiges kosmisches Wesen haben, jetzt halt dargestellt von Aubrey Plaza, wo gleichzeitig ja aber auch noch so die Andeutung gemacht wird. Zusätzlich ist sie trotzdem auch eine sehr mächtige Hexe, nämlich die grüne Hexe, was natürlich eine Anspielung auf The Wicked Witch of the West ist, die wir vor allen Dingen aus der Zauberer von Oz kennen, was ja hier auch angeteasert wird, wenn Agatha in grün durch die Gegend läuft. Und ganz ehrlich, diese grüne Farbe sieht immer noch tausendmal besser aus als das, was wir bei She-Hulk bekommen haben. Also nur um das mal in Vergleich zu setzen. Und das Spannende ist ja auch mit Lady Death, dass wir eigentlich schon seit Anbeginn des MCUs rätseln, ob sie nicht irgendwie irgendwo schon auftaucht. Weil natürlich wissen wir durch die Comics, dass gerade eine Person wie Thanos sehr, sehr großes Interesse an Lady Death gehabt hatte. Im Comic Infinity Gauntlet, also in dem ganz alten Comic, der ja so ein bisschen die Grundlage für Infinity War und Endgame gewesen ist, sammelt Thanos die Infinity-Steine
um Lady Death zu beeindrucken, weil er so schwer in sie verliebt ist und sich sagt, wenn ich jetzt durch diesen Infinity Gauntlet zu einem Gott werde, dann zerstöre ich so viele Leben, so viele Planeten, dass Lady Death einfach auf mich aufmerksam werden muss und mich dann auch lieben muss. Und die Theorien, dass Thanos zusammen mit Lady Death hier gemeinsames Spiel treibt, hatten wir schon seit der Post-Credit-Scene aus Avengers, wo wir auch das erste Mal Thanos gesehen haben. Weil dieser andere, sein Lakai, sagt ja auch, sich mit den Avengers anzulegen, bedeutet, sich mit dem Tod zu verbünden. To challenge them is to court death. Und to court somebody bedeutet ja jemanden umwerben, womit hier schon auch so ein bisschen Thanos und der Tod miteinander verknüpft wurden. Am Ende wissen wir, dass das jetzt mit dem Tod hier wirklich eher wortwörtlich gemeint ist, weil ja unglaublich viele der Avengers sterben, inklusive Tony Stark. Von daher hat das MCU die Verbindung da nicht gebracht. Aber es geht ja bei Marvel noch weiter, weil Lady Death hat in den Comics ja auch sehr skurrile Partner gehabt. Neben Thanos gibt es da auch noch Deadpool, der schwerst verliebt gewesen ist in die Dame des Todes. Und es gab ja auch dort Theorien, dass Vanessa, seine große Liebe aus Deadpool 1 und Deadpool 2, in Wirklichkeit der Tod ist. Was viele Leute gerade mit dem zweiten Teil verbunden haben, weil sie stirbt ja und Wade Wilson wünscht sich nichts mehr, als immer wieder zu ihr zurückzukehren. Doch sie sagt ihm ständig, wenn er dann diese komischen Visionen hat, wo er gerade selbst kurz vorm Tod ist, nein, es ist noch nicht deine Zeit. Du musst noch weiter kämpfen, bevor wir uns hier wiedersehen können. Aber auch diese Theorien haben sich letztendlich nicht bewahrheitet, weil er hat alles rückgängig gemacht durch Zeitreisen und hat dann Vanessa wieder zurückbekommen. Jetzt sind wir also bei Agatha All Along angekommen und haben endgültig die Bestätigung, Aubrey Plaza spielt den Tod. Aber in welcher Verbindung steht denn jetzt Lady Death mit Agatha Harkness? Natürlich ist auf der offensichtlichsten Seite die Tatsache zu nennen, dass die beiden mal ein Paar gewesen sind, wo man sich auch fragen muss, mit welchen Hintergründen ist Agatha Harkness da rangegangen? Offensichtlich ja auch so ein bisschen, um möglicherweise die Fähigkeiten von Lady Death für sich nutzen zu können. Aber es gab dann ja irgendeinen Augenblick, an dem diese Beziehung zerbrach. Kitschi, kitschi, kill. Und es ist ja sogar in Folge 1 von Agatha All Along, wo Rio Vidal fragt, kannst du dich noch erinnern, warum du mich so sehr hasst? Do you remember why you hate me? Und hier wird es ja jetzt spannend, weil Nicholas Scratch, der Sohn von Agatha Harkness, ist ja allen Vermutungen nach tot. Und wenn jemand stirbt, steht Lady Death natürlich sofort da und sammelt die Seelen ein und hat aber auch die Fähigkeiten, diese Seele wieder zurückzubringen, sprich die Toten wiederzubeleben. Was natürlich bedeuten könnte, dass wir hier ein sehr kompliziertes Beziehungskonstrukt haben, weil Agatha gesehen hat, Rio Vidal war verantwortlich für den Tod, hat ihr den einzigen Sohn genommen, den sie jemals hatte, ihn aber auch nicht wieder zurückgegeben. Deswegen wandte sich Agatha möglicherweise dem Darkhold zu, der Chaosmagie zu, in der Hoffnung, durch die Chaosmagie irgendwo im Multiverse vielleicht ihren Sohn wieder zurückzuholen. Also auch hier haben wir da eigentlich eine sehr, sehr tragische Backstory und vielleicht ist das am Ende des Tages und am Ende von Agatha All Along auch das einzige Ziel, was sie hat, was sie in dieser Witch's Road tatsächlich für sich zurückgewinnen möchte, nämlich ihren Sohn. Und das könnte halt hier den Keil zwischen sie und Lady Death getrieben haben. Somit hätten wir hier auch eine spannende Story, die sich jetzt im großen Finale nächste Woche entfalten könnte zwischen Agatha und Rio. Aber die Frage ist ja auch, wenn wir jetzt so eine kosmische Entität in Agatha All Along einführen, dann wird es ja auch eine große Auswirkung auf das MCU an sich haben. Und unglaublich viele Entitäten haben wir da schon in irgendeiner Form und Art und Weise angeteasert bekommen. Natürlich wäre da Eternity zu erwähnen in Thor 4, aber bei Thor 4 hatten wir auch Anspielungen auf unterschiedlichste andere Figuren, gerade auch The Living Tribunal.
das ist ja nochmal eine andere sehr wichtige Figur, die die Balance halten muss zwischen all diesen kosmischen Entitäten. Und The Living Tribunal wurde auch schon bei Loki angeteasert, hatten wir schon bei Doctor Strange 2 in dieser einen anderen Dimension. Das ist auch nochmal eine sehr wichtige Figur. Zusätzlich, wie gesagt, schon die Wesen, die die Infinity-Steine erschaffen haben. Die Celestials müssen wir letztendlich auch zu den kosmischen Entitäten zählen. Dann gibt es ja noch sowas wie Uatu, den Watcher, der ebenfalls so ein bisschen so in diese Kategorie mit reingehört. Und rein theoretisch könnten wir da jetzt auch Loki mit reinzählen, weil der ist ja von seiner Gott des Schabernacks-Rolle zu etwas sehr viel Größerem geworden, weil er hält das Multiverse zusammen. Also muss er da theoretisch, zumindest fürs MCU, ja auch so ein bisschen auf einer Ebene mit Lady Death und Eternity und all den anderen stehen. Das könnte nun wiederum auch bedeuten, dass Lady Death immer mal wieder im MCU an sich auftauchen könnte. Gerade weil sie halt die Macht über den Tod hat, weil sie selber der Tod ist. Und das könnte natürlich im Kleinen jetzt erstmal bei Agatha All Along bedeuten, dass Billy vielleicht wirklich seinen Bruder Tommy wieder zurückbekommt, dass wir am Ende Wanda Maximoff wieder zu Gesicht bekommen, weil auch da wird ja in dieser Folge gesagt, vielleicht ist sie tot, vielleicht ist sie nicht tot, man weiß es nicht ganz so genau. Und natürlich könnte Agatha ihren toten Sohn wieder zurückbekommen. Aber im Großen könnte das bedeuten, dass wenn Mephisto tatsächlich in der Ironheart-Serie auftauchen soll, dass Aubrey Plaza da auch noch eine Rolle spielt. Oder, wenn wir ganz, ganz groß denken, erwartet uns ja am Ende von all dem noch das große Secret Wars Event, was wir ja fürs MCU so ein bisschen umschreiben müssen und nicht genau das nehmen können, was wir aus dem Comic her kennen. Und keine Sorge, es wird das Video noch von mir geben, wie Secret Wars jetzt mit den ganzen MCU-Komponenten aussehen könnte. Aber da könnte Lady Death auch eine Rolle spielen, weil diese ganzen Inkursionen, diese ganzen Tode im Multiverse könnten sie ja auch auf den Plan rufen. Und vielleicht könnte sie wichtig dafür sein, wie man am Ende gegen Gott Kaiser Doom vorgeht. Aber erstmal ist es auf jeden Fall interessant, dass sie hier jetzt eingeführt wurde. Und ich bin wirklich sehr gespannt jetzt darauf, was uns nächste Woche im Finale erwartet. Das war jetzt aber erstmal alles Wichtige zu Folge 7 von Agatha All Along. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.